Recht herzlich willkommen zur 50. Folge von Factorio. Ja, wir sind hier wieder drin im Spiel. Alles läuft noch genauso wie vorhin. Küssen, gucken, da passiert was, da fehlen die Stahlträger allerdings. Gucken, wie das so weiterläuft hier. Was ist hier? Endanstich? Nix. Machen wir die Munition rein. Das wird sowieso ewig dauern, bis wir die fertig haben, ne? Da auch Munition rein. Da läuft's. Was hier total drinne ist, sind diese tollen Kabel. Die brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Hier sind keine Sachen drin, die wir brauchen. Und welche Aufgabe hat er? Er hat nur Steine dran. Ich nehme mal gerade die Kabel vom Band. Und die sind da. Zwar weniger auf dem Band haben. Die brauchen wir nämlich jetzt gar nicht mehr zurzeit. So läuft. Autosave. Da oben wird ordentlich produziert. Ja. Die produzieren alle das gleiche. Hier haben wir mal Kupfer. Ist nicht da. Was ist da? Kupfer ist nicht da. Ist aber kein Problem. Wir haben Kupfer da, ne? Okay, da fehlt's an Eisen. Da fehlt's an Kupfer. Kupfer. Die drehen sich alle, außer der eine. Das passt. Lass uns ruhig überall gerade Munition herstellen. Irgendwann kommt da auch bestimmt Dingens vorbei. Wie heißt es? Eisen. Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Ja. Guck mal, da ist auch schon möglich. Oh, da, 59. Das muss weg. Machen wir auch gerade das. Na, irgendwann kommt auch eine Kupferleitung, ein Stahlträger vorbei. Gut, der kommt da auch rein. So. Ja, Kreislauf läuft wieder. Hier wird ja auch ohne Ende dieses Kabel jetzt runtergenommen. Ja, da ist auch noch was frei, also es wird dann irgendwann auch gleich aus sein. Munition wird auch gut aussortiert. Fließbänder sind da noch drauf. Gehen die nicht hier auch raus? Wohl nicht. Da sind sie. Vielleicht müssen wir nachher noch was runternehmen. Machen wir auch mal gerade die Kisten weg. Das nehmen wir mal alles weg. Können wir hier in die mittlere mit reinstecken, genau, und dann machen wir das mal rein. Und die Zahnräder können auch noch rein. Fertig. Ach, Elektroteile sind auch noch ganz viele drauf. Die gehen da auch noch auszusortieren. Gut. So, jetzt steht er nicht mehr still, ne? Der hat zu tun ohne Ende. Gut, läuft. Da oben läuft's auch. Überall wird produziert.
Da wird aussortiert ohne Ende. Ja. Ist auch noch genug Platz drin. Also alles gut in dem Sinne. Oh, kommen keine Eisenteile mehr an. Dafür umso mehr Munition. Ja. Eisenteile werden natürlich von der Munition aufgebraucht, ne? Hier haben wir so viel schon drin, ne? Wo geht's denn da weiter, bitteschön? In dem Ofen. Da wird auch Eisenträger hergestellt oder Stahlträger, ne? Ja. Ja, die letzten beiden laufen gar nicht. Woran liegt's? Steine drinne. Der macht jetzt Eisenträger. Da liegt Kohle, deswegen geht das nicht, ne? So, jetzt laufen die dann auch wieder. Der macht Stahlträger jetzt. Und wir könnten dort einen gedrehten dahin machen, dann nimmt der auch die Stahlträger wieder auf, oder? Sollte er eigentlich, macht er aber nicht. Okay, mal gucken. Vielleicht ist es bei einer geringeren Zahl, dass er erst aufnimmt. Super. Da kamen jetzt auch welche an. Oder wieder an. Und da kommen auch welche an. So, Produktion läuft weiter. Die haben jetzt alles runtergenommen, was runterzunehmen ist. Allerdings können wir jetzt noch die Tränke runterholen. Die brauchen da auch nicht drauf sein. Und rote Tränke auch noch. Solarzellen tauschen wir für rote Tränke aus. Er holt alles, was er kann. Bisschen Eisen. Kupfererz läuft da noch lang. Ja, die haben ja alle keine Kupfer mehr wahrscheinlich, so sieht's aus. Deswegen läuft da auch nichts mehr. Das heißt, wir müssen uns weiter wieder um die Kupferproduktion kümmern, ne? Dann würde ich sagen, machen wir das hier, oder? Kupfer geht wieder raus. Das heißt, wir müssen auch Kupfer reinmachen. Dafür bräuchte man so einen intelligenten Greifer, ne? Der ist da. Und der filtert das. So, der da oben nimmt runter, wie man sieht, dann ist da, ach, kann ich jetzt nicht reingucken, weil ich so weit weg bin. Dann nimmt er jetzt auch wieder die Eisenplatten auf, das waren nur zu viele da drinne. Und dieser Intelligente, der wird das wahrscheinlich genauso dann machen, wenn da weniger drin ist.
So. Und der macht Munition. Dem fehlen die Stahlträger. Den wollen wir immer anbieten. Und dem fehlt das Eisen. Kupfer. Zehn. Müsste der ja eigentlich in Action langsam kommen, ja, oder? Vier. Ja, was ist mit dem? Ah, jetzt geht's. Alles gut. Wunderbar. So, unser Band ist fast leer. Alles, was da jetzt noch drauf ist, wird runtergenommen oder wird irgendwo gebraucht? Stahlträger, sind nur 12 da, aber die werden auch für die Munition gebraucht. Und die kommt jetzt richtig in Schwung. Ja, da ist auch noch was frei, wenn. Ja. Läuft eigentlich, ne? Da läuft noch ein Zahnrad rum. Produktion ist jetzt in Anführungsstrichen schwächer. Stahlträger. Und Kupferplatten. Haben wir doch alles da. Läuft auch. Da fehlt alles. Nee. So. Sind auch an. So, Forschung ist nichts, ne? Immer noch nicht. Nein, alles erforscht. Gut. Produktion läuft. Irgendwo mehr, irgendwo weniger. Ist hier noch was drin? Ja. Das zum Beispiel. Wo sind sie da? Ja, ich glaube, wir müssen mehr Kupferplatten produzieren dann, ne? So. Und da muss ein Arm dann auch reingreifen wieder. So, was fördert er da rein? Kommt da überhaupt Kupfer vorbei? Nee, nicht wirklich. Der kriegt schon alles hier weg. Gut. Ja, der da unten fördert halt noch, ne? Müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt. Hier nochmal. Munition wird immer mehr. Das auch. Und das auch. Alles gut. Einmal im Auto ausgucken, wie die Zahlen sind. Und das. Dann haben wir fast 500 Munition. Stahlträger haben wir ein Drittel, etwas mehr wie ein Drittel. Immer mehr wie die Hälfte. Ja, ist ja schon mal was, oder? Gut. Läuft. Aber dann würde ich auch sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.